The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Heilung für sündenkranke Herzen. Das ganze Haupt ist krank. Das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Es gibt ein Heilmittel für das sündenkranke Herz. Dieses Heilmittel ist Jesus Christus. Teurer Heiland, seine Gnade reicht für den Schwächsten aus, doch auch der Stärkste braucht seine Gnade. Oder er geht verloren. Ich sah, wie man diese Gnade bekommen kann. Geht in euer Kämmerlein und ringt dort allein mit Gott. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Meint es ernst, seid ehrlich. Kämpft im Gebet wie Jakob. Ringt mit aller verfügbaren Kraft. Ihr müsst euch anstrengen. Sucht den Herrn von ganzem Herzen. Seid mit Eifer bei der Sache. Wenn ihr ehrlich spürt, dass ihr ohne Gottes Hilfe verloren seid, wenn ihr euch nach ihm sehnt, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, dann wird der Herr euch sofort stärken. Dann wird euer Friede über alle Vernunft hinausgehen. Wenn ihr das Heil erwartet, dann müsst ihr beten. Nehmt euch Zeit dafür. Betet nicht in Eile oder flüchtig. Bittet Gott, dass er in euch eine gründliche Erneuerung bewirkt, damit die Früchte seines Geistes in euch wohnen mögen und ihr als Lichter in der Welt leuchtet. Seid für die Sache Gottes kein Hindernis, kein Fluch. Ihr könnt viel mehr Helfer sein, ein Segen. Redet euch Satan ein, ihr könntet euch nicht völliger und unentgeltlicher Rettung erfreuen. Glaubt ihr nicht? Ich sah, dass jeder Christ das Vorrecht hat, das in die Tiefe greifende Wirken des Geistes Gottes zu erleben. Wohltuender himmlischer Friede wird es gemütlich ziehen. Und ihr werdet gerne über Gott und den Himmel nachdenken. Die herrlichen Verheißungen seines Wortes werden für euch zum Fest. Wenn sogenannte Christen Jesus mehr lieben als die Welt, dann werden sie gerne über ihn sprechen, der ja ihr bester Freund ist und auf den sich ihre innigste Liebe richtet. Er kam ihnen zur Hilfe, als sie sich ihres verlorenen und aussichtslosen Zustandes bewusst wurden. Als sie müde und von der Sünde belastet waren, wandten sie sich an ihn. Er nahm ihnen die Last der Sünde und der Schuld weg und wandte die ganze Strömung ihrer Liebe und ihres Verlangens in eine andere Richtung. Was sie früher liebten, hassen sie jetzt. Und sie schätzten nun die Dinge, die sie früher hassten. Hat dieser große Wandel in euch schon stattgefunden?